Schönen guten Tag, werte Damen und Herren. Heute sind wir gekommen, um Abschied von Kunze zu nehmen. Kunze! Du hast immer noch etwas Zeit, oder? Geh zu Erif, du Arsch. Okay! Wir werden Kunze wohl nie wiedersehen. Ich weiß, Leute, ihr seid genauso traurig wie ich und schockiert. Und Kunze war überhaupt nicht nervig. Kunze! Egal, was auch immer. Gehen wir zu Erif. Kunze, unser bester Freund, erzählt, Sephiroth hat irgendeine Ausrede dafür, dass wir sie nochmal sehen können, bevor wir losgehen. Und das ist schon ziemlich fresh in der Minecraft-Welt. Jetzt muss ich den Weg zwar nochmal latschen, aber hey, für Erif tun wir das doch gerne. Ach ja, Leute, wie war euer Tag bis jetzt? Meiner war sehr entspannt. Okay, ist mir egal, bye. Ja, meiner war sehr entspannt. Ich habe heute Undertale zu Ende aufgenommen. Das war eine ziemlich sicke Aufnahme. Falls ihr Undertale nicht gesehen habt, dann, Leute, schaut wenigstens den letzten Part. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Nein, macht, was ihr wollt, klar. Aber das war auf jeden Fall richtig aufwendig. Dann habe ich eigentlich nur ein bisschen geiles Final Fantasy Crisis Core aufgenommen und jetzt bin ich hier. Also mein Tag bis jetzt, wir haben 16.14 Uhr. Die Zeit fliegt, Leute, sie fliegt einfach. Heute ist aber wenigstens schönes Wetter. Und mit schönem Wetter meine ich Gewitter, ich stehe einfach auf Gewitter, Leute. Das ist super. Also immer die geilen Möis, nochmal Firmenterna. Nach langen Jahren intensiver Forschung ist die neueste Waffe für Entwicklung noch nicht fertiggestellt und wird gegenwärtig in den Slums getestet, sagt diese Waffe. Haha. Na, Kürzung bei einfachen Verteidiger, bei Soldier Wickler. Entspannung beschreiben würde, in Sachen, und ich schon rein Budget schaffen, in der Weise Abteilung. Ich möchte neue Sicherheit. 10 Milliarden Gil. Ja, okay, spannend, bye. Sie wollen also lieber Waffen benutzen anstatt menschliche Arbeitskräfte. Das kann man nachvollziehen. Ist für eine Firma sehr sinnvoll. Tatsächlich. Sich auf Maschinen zu verlassen. Deshalb wird es auch so wenige professionelle Näher. Oder Näherinnen. Das machen jetzt alles Maschinen. Naja, nicht ganz. Egal. Ey, mach keinen Scheiß, ja. Du verstehst, was ich sage, oder? Bleib bloß schon da oben. Wow, wow, wuff, wuff, miau, miau, rare. Okay, gut. Yo! Oh, Zack, bist du etwa schon fertig mit der Arbeit? Ehrlich gesagt ist mir ein neuer Einsatz zugeteilt worden, für den ich mit keine Weile verlassen muss. Und wann kommst du wieder zurück? Das weiß ich leider noch nicht. Oh, darf ich dich anrufen? Aber sicher! Und mach dir keine Sorgen, den Job habe ich im Handumdrehen erledigt und dann bin ich wieder hier. Was hältst du davon, wenn wir jetzt sofort beginnen? Beginnen mit was? Zack, mein Boy! Komm schon! Die Slums mit Blumen zu füllen! Genau, genau das dachte ich auch! Ja, gut Job, lass sie schieben. So ein Arsch. Ja, wirklich hübsch. Gefällt mir ausgezeichnet. Jetzt fehlt nur noch Kundschaft. Niemand kommt. Hey, nicht unterkriegen lassen. Wir müssen nur etwas Geduld haben. Dann wimmelt es hier bald von Leuten. Ich weiß nicht. Vielleicht ist der Wagen ja noch nicht schön genug. Alter. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Oh, Kundschaft. Hä? Hey, sieh da, wie wär's mit ein paar Blumen? Wenn sie jetzt sofort zuschlagen, gibt's noch einen ganzen Strauß für nur 10 Geld. So ein Hammerangebot finden sie sonst nirgends. Hehe. Lol. Eire, für 5 Geld wäre der Deal perfekt. Gerne, mir ist jeder Preis recht. Nein, nein, wir müssen uns nicht so unter Wert verkaufen. Ich werde den Preis auf 7 Geld heraufhandeln. Auf 7 Geld, ja, auf 7 Geld heraufhandeln. Verlass dich auf mein Verkaufstalent. Aber er ist nicht mehr da. Oh Mann. Tut mir leid, Erif. Wieso denn?
Ich habe riesigen Spaß. Weil ich mit dir zusammen sein kann. Oh, sieh mal, Zack, da ist weiter. Da ist wieder Kundschaft. Er denkt sich auch nur so, Boy, was machst du hier eigentlich? Don't worry about Aerith. Protecting the subject is part of surveillance duty. You're the only one I can depend on. Hey, why are you laughing? I'm counting on you. Ich glaube, Zeng hat nicht viele Freunde, oder? Ach man. Oh, da bist du ja wieder. Kunze! Du hast Glück gehabt. Sephiroth war noch nicht hier. Also was machst du? Willst du einfach hier warten? Ich habe eigentlich nichts mehr vor. Danke für alles, Mann. Wir werden die Mission schon schaukeln. Und dann sehen wir uns in Midgar wieder. Ja, auf jeden Fall. Also dann. Bis dann, Kunze! Oh, hey, Cloud. I'm having a little trouble. Rounding up the group. We're in a hurry. Let's move it. Sir, what? Cloud? Together again, huh? All right. Thanks. Hold on. I'll get everyone. By the way, where are we going? To Nibelheim. Geil, Leute, ich habe mich auf diese Mission schon so lange gefreut. Ich wusste nämlich, dass sie kommt, denn, wie ihr vielleicht wisst, habe ich Final Fantasy 7 gespielt. Wie auch immer. Auf nach Nibelheim, ich habe voll Bock. So, how does it feel? To be home after all this time. I have no hometown. I wouldn't know. What about family? My mother's name is Genova. She died shortly after I was born. My father... Why am I talking about this? Come on, let's go. Ob er weiß, dass sein Vater Hoyo ist? Wer weiß, ob er es weiß. Sephiroth's mother's name is Genova? Oh ja, das auch. Was geht ab, Boy? Ich krieg Ärger, wenn ich mit dir quatsche. Ja, okay, und du? Wache schieben ist sowas von Kacke. Sollen wir üben? So wie immer. Willst du ein bisschen üben? Üben? Achso, coole Posen. Ihr Mitglieder von Soldier müsst stets auf euer öffentliches Auftreten achten, nicht? Also, wie ging das nochmal? So? Ja, sieht schon ganz gut aus. Unter uns. Ich will Soldier eigentlich gar nicht beitreten. Spannend. Na, na, na. Na dann. Bist du einer von den Soldier-Kämpfern, die gekommen sind, um den Reaktor zu untersuchen? Damn! Ja, ich bin Zack, Soldier-Kämpfer. Und zwar vom ersten Rang, hörst du? Erster Rang! Ach so. Ach so? Was soll das heißen? Gibt es bei Soldier viele vom ersten Rang? Quatsch! Wir sind ein kleiner, auserwählter Kreis. Und ihr seid nur zu zweit gekommen? Ja, Sephiroth und ich. Ach so.
Hä? Ich hab dir nicht auf den Booty gestarrt. Sorry. Aber Alter, die ist knapp angezogen. Aber richtig heftig. Knapp angezogenes Mädchen. Aber Sephiroth Schnucki, sollen wir rein? Wir brechen morgen früh zum Reaktor auf. Sieh zu, dass du ausgeruht bist. Und ihr, es braucht immer nur eine Wache zum Stehen. Schlaft auch ihr euch genügend aus. Ach ja. Wer Verwandte oder Freunde besuchen möchte, darf das gerne tun. Das ist also Nibelheim. Wieso nimmst du deinen Helm nicht ab? Das geht dich nichts an. Den soll einer verstehen. Ach ja, als ich gehört habe, dass der große Sephiroth zu uns kommt, habe ich sofort meine Kamera aus der Kiste gekramt. Ich würde gerne ein Gruppenbild von Sephiroth und ein paar Monstern schießen. Ob sie sich wohl artig aufstellen? Ein denkwürdiges Bild, was? Das ist zu gefährlich, ab nach Hause. Ich kann mir doch die Chance auf ein Jahrhundertenfoto nicht entgehen lassen. Okay. Und du bleibst hier stehen? Unter uns, ich will es heute gar nicht beitreten. Ja, okay. Na dann! Das hier ist übrigens Tifas Haus. Und... hey, warte, um ehrlich zu sein, bin ich mir da gar nicht so sicher gerade. Wir kommen hier auf jeden Fall nicht rein, okay? Gehen wir mal dahin. Das sieht irgendwie anders aus als in Final Fantasy VII. Oder einfach, weil es aus einem Wow, 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 holy shit, ich hab mich voll erschreckt. Krass. Ich hab einfach nicht mit Monster gerechnet hier. Aber man hat es ja gesagt, oh, hier ist ein Monster. Boah, hab ich mich eingekackt. Krass. Oh Mann. Das ist jetzt etwas peinlich. Egal, details. Vor allem, ich hab meine Kopfhörer auch doch so auf volle Pulle. Aber ist okay, alles wieder gut. Oh Mann, geiler Äther. Hey Boy. Am Ende einer Sackgasse des Bergfahrtes taucht eine Bombe auf, die sich von ihren gewöhnlichen Artgenossen unterscheiden. Spannend. Puh. Alter, ihr wisst gar nicht, wie laut das für mich war. Got him! Ach, der kleine Bomberboy. Amazing! Naja, sieht nicht so aus, als wäre hier viel für uns. Ist irgendwie seltsam hier. Ich glaube nicht, dass es nur an der Perspektive liegt. Ich glaube, Nibelheim sieht einfach ganz anders aus inzwischen. Soll es mich kümmern? Ach was. Gehen wir zurück. Ich glaube, ich gehe weiter in den Berg Nibel rein. Dann wäre das doch eigentlich diese Villa, oder? Ich bin mir da gar nicht so sure. Was habe ich denn eigentlich noch so? Aizra, leck mich, du Kackvieh. Oh Mann, ich habe gesagt, leck mich. Oh, ich wollte nicht. Ja, genau, auf den. Alter, kann ich ihn mal bitte erwischen damit? Ah, nein, okay, dann schlitze ich ihn einfach weg. Das geht auch. Ich glaube einfach, aufs Maul hauen ist das Beste, was ich hier machen können. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Okay, alles klar, wir leben noch. Ich dachte, das würde jetzt mehr Schaden machen. Trotzdem lasse ich... Obwohl, wir ruhen uns doch gleich aus. Warum sollte ich mich jetzt heilen? Wir gehen doch gleich ins Inn. Ach ja.
Cloud kommt ja von Nibelheim, hat er ja gesagt. Hey, jetzt steht sie auch hier rum. Skrap. Warum ist so kacke? Zähne zusammenbeißen. Job ist Job, Mann. Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei und quatsche eine Runde mit dir. Halt durch, Mann. Irgendwie bin ich ganz schön nervös. Nervös? Ich find's total aufregend. Wie konnte ich das nur vergessen? Du würdest bestimmt jede Chance, ein Held zu werden, was? Wieso bist du denn nervös? Naja, ich meine, wir könnten jeden Moment von Monstern angegriffen werden. Ja, das stimmt. Kunze? Cloud, toll. Da jetzt als wir zusammen auf einsetzen, noch gibt es etwas, was ich dir noch nie gesagt habe. Jetzt, wo wir in meiner Heimat zurückgekehrt sind, muss es einfach raus. Aber es mir irgendwie peinlich ist, schreibe ich dir lieber eine Mail. Das ist viel Glück, dass du mir am Tag unserer Inauguration gewünscht hast, trage ich noch immer in meinem Herzen. Und wenn ich mich daran erinnere, dann fühle ich, dass ich noch etwas stärker sein kann. Ich danke dir, Zack. Kein Ding, Boy! Wir speichern einfach mal. Ja. Hallo. Vielen Dank, dass sie sich für unser Haus entschieden haben. Naja, das ist die einzige Herberge hier. Wie auch immer. Wir hoffen, sie genießen ihren Aufenthalt. Selbstverständlich. Was geht ab, Sephiroth? Was betrachtest du? Diese Pflanze. Die Landschaft. Fast. Ich könnte schwören, dass ich sie schon einmal gesehen habe. Spannend. Tifa, du führst uns. So sieht's aus. Also gut, meine Damen und meine Herren, bitte alle hübsch lächeln. Dieses Bild, ha? Niemand kennt sich in dieser Gegend besser aus als ich. Aber es ist viel zu gefährlich. Wer könnte dich doch nicht mit so etwas reinziehen? Achso, das hat Zack gesagt. Was soll denn passieren, wenn du sie beschützt? Vorsicht, er ist bloß besinnungslos. Könnte jeden Moment aufwachen und dich anknabbern. Nutzen bringt Verschleiß, Schaden und Rost. Deswegen schlage ich normalerweise nur mit dem Schwertrücken zu. Ah ja, hat da sich jemand was abgeguckt? Ich will auch mit rein und gucken. Diese Anlage unterliegt strengster Geheimhaltung. Nur Shinra-Angehörige haben Zutritt. Aber... Sorge für die Sicherheit der jungen Dame. Ach ja. In diesen Bergen sind übrigens Drachen und ähnliche Viecher. Um die hat Sephiroth ja eigentlich alleine gekümmert. Genova. Interesting. The door is sealed, of course. Genova. This is the cause of the malfunction. This section is broken. Zack, go seal the valve. Why did it break? Moment mal, wenn ich mich an Final Fantasy 7 zurückerinnere, dann sollte doch jetzt eigentlich gleich... Oh.
What is that? You average soldier members are Mako-infused humans. You're enhanced, but you're still human. But then, what are those things? Their Mako energy levels are exponentially higher than yours. Are they monsters? Yes. The Shinra scientist Hojo was the one who created them. Abominations spawned by Mako energy. That's what monsters are. You said average member. What about you? Hey, Sephiroth! Same as these monsters. Hey, Sephiroth, mein Boy, wieso chillst du nicht mal ganz kurz? Komm, wir gönnen uns ein kleines Tässchen Tee und entspannen uns. Oh, fuck. I knew ever since I was a child. I was not like the others. I knew mine was a special existence. But this was not what I meant. Am I a human being? No such luck. You are a monster. Sephiroth. You were the greatest monster created by the Genova Project. Genesis! So you are alive! I suppose I am, if you can call this living. What is the Genova Project? The Genova Project was the term used for all experiments relating to the use of Genova's cells. My mother's cells? Poor little Sephiroth. You've never actually met your mother. You've only been told her name, no? I don't know what images you've conjured up in your head, but... Genesis! No! Genova was excavated from a 2,000-year-old rock layer. She's a monster. Sephiroth, I need your help. My body is continuing to degrade. Soldier First Class, Sephiroth! Genova Project G gave birth to Angeal and monsters like myself. Genova Project S... S? Used the remains of countless failed experiments to create a perfect monster. What do you want of me? Your traits cannot be copied onto others. Your genes can't be diffused. Therefore, your body cannot degrade. Share your cells with me. My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. Whether your words are lies created to deceive me,
or the truth that I have sought all my life. It makes no difference. You will rot. I see. Perfect monster indeed. When the war of the beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss. Her gift everlasting. No! Stop! Nun, das lief nicht so ab in Final Fantasy 7, aber kein Wunder. Holy fucking shit! Ah, fuck! Verdammte Genesis-Repliken! Verdammt! Damn! Fucking Genesis! Um ehrlich zu sein, ich weiß, Sephiroth ist so ein richtiges Arschloch in Final Fantasy 7, aber langsam sympathiere ich tatsächlich mit ihm. Oh Gott. Wir gönnen eine geile Barriere. Sterbet, ihr Mistviecher! Zack. Later! Du kriegst auch eine schöne Dunkelblitzer ab, mein Schatz. Oh, MP frei, dann können wir das auch spammen. Und uns mal heilen. Details. Na 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 na. Sterb! Wirbelwind. Das Vieh hat eine Spezies, ist das dein Ernst? Ah, wir sind voll HP und haben Dingens. Geile Barrierezauber drauf. Das passt schon. Oh, wir haben keinen MP frei mehr. Ja, was soll's, bye. Er wollte mich beschützen und ich weiß. Bleib in meiner Nähe, Tifa. Okay. Wir sollten uns aber erstmal hier ein bisschen heilen. Oh, ich habe versehentlich ein Elixier verbraucht. Ich wollte eigentlich... Ach, was soll's. Haben wir halt ein Elixier gebraucht. Hat uns Zeit gespart. Ich gönne mir diese geile Truhe hier. Weißer Umhang. Wow. Oh, und kämpf gegen diese Faggots hier. Na, 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 na. Komm schon, Disney. Gib mir ein bisschen Glück. Nein, okay. Na, immerhin Level Up für eine Materia. Dunkelblitzra, yay! Der Typ scheint keine Barrierezauber drauf zu haben, deshalb. Rangvin. Also, er kann ihn benutzen, aber er hat ihn scheinbar nicht auf sich selbst. Ah, selbst mit Barrierezauber sind diese Dinger fliegen. Gehen wir einfach weiter. Bring it on! Also ich muss sagen, jetzt in Midgar hat das ziemlich alles so... Das war alles auf einmal so ziemlich langsam, aber jetzt scheint die Story richtig abzugehen. Oh hey, da seid ihr. Cool. Freaking Nibelgebirge. Bring it on, meine Boys, bring it on. Ihr seid wirklich heiß. Ha! Versteht ihr, weil das Feuermonster sind? Au! Mistviecher. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für heute für Final Fantasy 7 Crisis Core. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr habt doch einen schönen Tag. Bis dann, Leute. Ciao.